Eine weitere Kiste. Magische Miesmuschel. Darf ich diese Kiste öffnen und den Loot mitnehmen? Ja, die Frage ist nur wann. Was? Die Frage ist wann? Da ist eine Scar drin? Willst du mich... Magische Miesmuschel. Dort ist die beste Waffe des Spieles drin. Darf ich sie mitnehmen? Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute wieder eine Runde Fortnite, allerdings nicht alleine, sondern wir spielen Fortnite zusammen mit der magischen Miesmuschel, Freunde. Ja, es gibt heute eine kleine Fortnite-Challenge und zwar wir spielen eine ganz normale Runde Battle Royale, müssen aber bei jeder Entscheidung hier die magische Miesmuschel fragen, ob wir das Ganze tun dürfen oder nicht. Also wollen wir zum Beispiel bei Weeping Woods landen, müssen wir vorher fragen, ob wir das dürfen. Falls nicht, müssen wir mit dem Bus erstmal weiterfliegen und so geht das immer weiter. Dürfen wir die Kiste öffnen, dürfen wir die nächsten Spieler töten, Freunde. Ich denke, das wird sehr lustig, deswegen würde ich sagen, starten wir direkt in die Runde. Okay, und im Bus angelangt, liebe Freunde, würde ich die magische Miesmuschel jetzt als erstes mal fragen, sollen alle Zuschauer, die gerade zuschauen, einen Daumen nach oben da lassen? Heute nicht. Heute nicht? Was? Warum? Okay, der Bus ist schon fast am Ende. Soll ich jetzt rausspringen? Irgendwann vielleicht einmal. Irgendwann vielleicht einmal. Jetzt ist irgendwann, Freunde. Oh shit, okay. Das geht auf jeden Fall schon mal gut los, Freunde. Am besten, ihr hört nicht auf die magische Miesmuschel, lasst trotzdem sehr gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr Bock habt auf solche Challenges. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen und eben auch zeigen, dass ihr darauf Bock habt. Okay, Freunde, wo sollen wir landen? Sollen wir zu Freezy Farms fliegen? Das würde ich auf jeden Fall sagen. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Okay, immerhin, Freunde. Immerhin was Positives, dass wir schon mal irgendwo landen, wo wir vielleicht ein kleines bisschen Loot getten können. Okay, auf der Scheune ist schon jemand, das heißt, im großen Haus wird auch jemand sein. Soll ich zum Tannenbaum? Um Gottes Willen, nein. Oh, okay, um Gottes Willen, nein. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach hier nebendran zu dem Haus und hoffen, dass wir hier irgendwas Gutes finden. Schade, zum Tannenbaum durften wir auf jeden Fall schon mal nicht. Haben wir hier, okay, eine Pistole und wow, ein bisschen... Nein, ich wollte nicht da einsteigen. Ich wollte die Munitionskiste öffnen. Okay, Freunde, es geht schon mal gut los. Also eher nicht so gut, würde ich mal sagen. Haben wir hier, ja... Sieht nicht gut aus. Wir haben kein gutes Equipment. Alles nur dank der magischen Miesmuschel. Okay, haben wir hier Leute... Darf ich den Eisblock zerstören? Unwahrscheinlich. Nice, okay, da geht auf jeden Fall schon die Party ab. Darf ich diese Kiste hier vorne öffnen? Was? Darf ich sie öffnen? Sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich, okay, danke schön. Okay, Leute, noch eine Pistole, das darf doch nicht wahr sein. Ich will nicht da rein, Freunde, geh wieder raus. Ich brauche Equipment. Darf ich zu dem verlassenen Haus dort oben und nach Equipment suchen? Unbedingt, nice, immerhin. Okay, also die magische Miesmuschel ist irgendwie so ein kleines bisschen auf meiner Seite und lässt mich manchmal die eine oder andere Kiste durchsuchen. Aber sie macht es mir doch ein bisschen schwer, ne? Also ich durfte jetzt hier nicht so viel gutes Zeug looten. Immerhin darf ich jetzt aber hier zu dem Haus, Freunde. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ihr wisst, ich bin nicht so mega gut. Wenn man dann nicht so gutes Equip hat, beziehungsweise dann noch durch die magische Miesmuschel zusätzlich ein bisschen eingeschränkt ist. Oh, hier ist jemand. Muss ich probieren, die Person zu töten oder darf ich wegrennen? Kein Zweifel. Okay, warte, ich muss anders fragen. Darf ich wegrennen? Ja, bitte. Okay. Okay, die magische Miesmuschel ist auf meiner Seite, sie lässt mich wegrennen. Ich weiß nicht, ich muss weit genug wegkommen, dass sie mich nicht sieht. Okay, darf ich hier vorne zu der Tankstelle nach Loot suchen? Na, aber hallo, dankeschön. Danke, magische Miesmuschel. Dankeschön. Immerhin etwas, Freund. Es ist spannend. Oh, da vorne liegt eine Eier. Darf ich die Eier in mein Inventar aufnehmen? Ich glaube eher nicht. Was? Warum? Nein, Freund, ich will... Oh Gott, da vorne ist der Spieler. Oh nein. Oh, Freunde, wir haben ihn immerhin ein bisschen gut hitten können. Darf ich den Spieler töten? Da bin ich überfragt. Okay, wir machen es einfach. Freunde, wir machen es einfach. Okay, er ist gone. Oh nice, haben wir ihn noch einmal hitten können. Sollen wir dem Spieler hinterherlaufen? Ja. Okay, das war eindeutig, würde ich mal sagen. Sehr eindeutig. Okay, das war einfach. Darf ich sein Equipment aufnehmen? Frag nochmal in einer Stunde. Hey, nerv mich nicht, ich mach's jetzt einfach. Ich will die AR haben. Mann, die magische Miesmuschel ist richtig fies zu mir. Darf ich die Kiste öffnen? Diesmal nicht. Was? Warum schon wieder nicht? Oh Mann, Freunde, was soll das? Diese magische Miesmuschel ist verdammt böse zu mir. Okay, immerhin sind wir in der Zone. Da muss ich schon mal nicht fragen, ob ich da hinlaufen darf. Okay, ganz kurz. Okay, da drüben ist der nächste Spieler. Darf ich den abschießen? Lass dich überraschen. Was überraschen? Soll er mich abschießen oder was? Okay, er hat direkt gebaut.
Nice. Darf ich hier drin nach Shield suchen? So was Dummes habe ich ja noch nie gehört. Okay. Nein. Oh, darf ich den Spieler töten, der mich angreift? Wenn du so weitermachst, trennen sich unsere Wege. Ist mir egal, ob sich unsere Wege trennen. Wo war der? Ich habe ihn nicht gesehen, leider. Wo war der Dude? Ich habe es nicht gesehen. Okay. Okay, da oben. Da ist anscheinend noch jemand. Okay, zwei Leute da vorne, einer. Okay. Soll ich mich in den Kampf einmischen? Hör mit dem Unsinn auf. Okay, danke schön. Danke, magische Miesmuschel. Das war wirklich was Positives, endlich mal. Vielen, vielen Dank. Darf ich die Kiste öffnen? Willst du mich auf den Arm nehmen? Oh Mann! Lass mich doch mal, ich brauche ein bisschen Shield, Mann. Willst du mich verarschen, magische Miesmuschel? Ich habe jetzt schon drei Kisten oder so stehen lassen. Das ist ja, oh Mann, das ist wirklich Scam. Okay, komm bitte, lass mich hier ein bisschen Shield finden. Darf ich den Loot, den ich hier finde, aufnehmen? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Ja, wenn du es nicht weißt, dann ist es mir egal. Dann darf ich es ja wohl machen. Aber das heißt, ich denke nicht, dass hier noch groß was liegt. Darf ich die... Ja, ich darf den Loot hier aufnehmen, der hier liegt. Also nehme ich das hier auch mit. Okay, immerhin. Bisschen hier Stein noch. Okay, das ist ganz gut, Freunde. Ich nehme das jetzt einfach, das ist mir jetzt egal. Ich hätte echt gern ein kleines bisschen Shield. Das wäre wirklich korrekt, magische Miesmuschel, ne? Es wäre halt 100%ig in der einen oder anderen Kiste, die wir normal aufgemacht hätten, wenn die magische Miesmuschel nicht Nein gesagt hätte, wäre halt 100%ig irgendwo Shield drin gewesen. Aber wir haben es bis jetzt ja schon mal ganz gut überlebt. Es leben noch 34 Leute. Okay, hier ist die nächste Kiste. Shotgun. Ich mach mal so. Okay, warte, ich mach das jetzt einfach kaputt. Okay. Oh, ein Raketenwerfer. Das ist ganz cool. Dann würde ich das hier aufnehmen und das hier so machen, Freunde. Okay, bisschen Heilung, bisschen, ja, also normale Shotgun ist halt eher ungeil. Oder oben wurde gebaut. Normale Shotgun ist eher ungeil, aber die magische Miesmuschel hat gesagt, ich darf den Loot hier mehr oder weniger aufnehmen. Also sie wusste es nicht, also habe ich es einfach gemacht, Freunde. Es ist mir nichts Schlimmes passiert bis jetzt. Außer die magische Miesmuschel wird vielleicht nochmal das ein oder andere Mal gegen mich entscheiden. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Oh, oh, ein Spieler. Darf ich den töten, magische Miesmuschel? Das glaubst du doch selbst nicht. Warum nicht? Ich muss den töten. Da tötet mich sonst magische Miesmuschel. Komm, bau doch eine Mauer. Oh mein Gott, danke. Danke, Freunde. Vielen Dank. Bitte, jetzt gib mir einfach dein ganzes Equipment. Okay, der hatte auch Lightsaber, das ist schon mal ganz cool. Er hatte eine blaue Eier und er hatte vor allem Shield. Und das gönne ich mir jetzt. Ist mir jetzt scheißegal, was die magische Miesmuschel zu mir sagt. Darf ich das Shield nehmen? Hör mit diesem Quatsch auf. Ich nehme es trotzdem. Das, Freunde, das geht nicht. Das ist wirklich pure Diskriminierung von der magischen Miesmuschel. Und das lasse ich wirklich nicht auf mir sitzen. Ja, ein bisschen editieren muss ich auch mal lernen. Oh, Freunde, es ist zu witzig mit der magischen Miesmuschel. Warum nehme ich eigentlich mein Madpack nicht, Freunde? Hallo, geh doch bitte nochmal hier rein. Vielen Dank. Und höre nochmal zu. Und darf ich das Madpack nehmen? Wie bitte? Darf ich das Madpack nehmen? Nein, das macht keinen Sinn. Ey, die magische Miesmuschel will mich wirklich ganz schön auf den Arm nehmen. Magische Miesmuschel, du musst verstehen, wenn ich das Madpack jetzt nicht nehme, werde ich im weiteren Spiel einfach keinen Erfolg haben. Das ist einfach Fakt. Darf ich das Madpack einnehmen? Das klingt sehr vernünftig. Dankeschön. Okay. Man muss dem magischen Miesmuschel erst die ganze Tatsache hier mal erklären. Sie kennt sich wahrscheinlich nicht so aus mit Fortnite, aber so gefällt mir das schon viel besser. Okay, sehr gut. Da wurde gebaut. Okay, magische Miesmuschel, ich muss in die Zone moven. Da soll ich das jetzt tun? Willst du Ärger? Ne, nein, ich will in die Zone moven. Darf ich jetzt in die Zone moven? Möglich. Okay, ich mach's einfach, Freunde. Also manchmal, das ist schon sehr diskriminierend, was die magische Miesmuschel hier manchmal mit mir anstellt. Aber wir sind... trotzdem erstaunlich gut jetzt weggekommen. Okay, das ist auch ein richtiges blödes Gebiet, wo die Zone ist, ne? Ist richtig blöd. Darf ich das Big Shield aufnehmen und zu mir nehmen, magische Miesmuschel? Wie gesagt, nur so kann ich das weitere Game, kann ich im weiteren Spielverlauf Erfolg haben. Natürlich. Danke, danke. Magische Miesmuschel, danke. Einfach nur vielen, vielen Dank. Soll ich, magische Miesmuschel, soll ich mit dem Boot auf den Berg hochfahren? Eines Tages vielleicht. Eines Tages vielleicht, okay, dann nicht. Das sind ja noch alles humane Entscheidungen, ne? Aber wenn die magische Miesmuschel meint, ich soll hier Leute nicht töten und er darf Kisten nicht mitnehmen, da werde ich wirklich, nervös. Also ist, nee, einfach nein, Freunde. Eine weitere Kiste. Magische Miesmuschel, darf ich diese Kiste öffnen und den Loot mitnehmen? Ja, die Frage ist nur wann. Was? Die Frage ist wann, da ist eine Scar drin? Willst du mich... Magische Miesmuschel, dort ist die beste Waffe des Spieles drin. Darf ich sie mitnehmen? Vielleicht. Was heißt vielleicht?
Bitte, magische Miesmuschel. Nur so kann ich im weiteren Spielverlauf Erfolg haben. Bitte. Was willst du damit sagen? Dass ich diese Waffe brauche! Ja, schon. Okay, danke. Oh mein Gott. Das war eine lange Diskussion. Es war eine lange Diskussion mit der magischen Miesmuschel. Aber wir haben die Waffe trotzdem bekommen, Freunde. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. 13 Spieler auch nur noch. Krass, ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit schaffe mit der magischen Miesmuschel. Ungelogen. Hätte ich nicht gedacht. Oh, da oben ist noch eine Kiste zwischen den beiden geschmückten Büschen. Würde mal sagen, ich begebe mich mal auf den Weg dorthin. Darf ich die Kiste dort oben zwischen den Büschen öffnen, magische Miesmuschel? Die Frage ist belanglos. Warum ist die Frage belanglos? Vielleicht brauche ich den Loot ja, der da drin ist, und der wird mir im weiteren Spielverlauf helfen. Nicht empfehlenswert. Nicht empfehlenswert? Okay. Wir haben immerhin schon mal eine Scar, Freunde. Ich denke, das ist, da kann man sich schon mal im Moment eher weniger beschweren. Wir mussten hart diskutieren mit dem magischen Miesmuschel, aber konnten sie dennoch getten. Das war, also, oh, Freunde, mein Herz. Ey, wenn die magische Miesmuschel gesagt hätte, ich darf dieses gar nicht nehmen, ich hatte sie vor mir liegen, ey, dann wäre ich wirklich absolut Rage gequittet. Das ist, nee, einfach nee. Oh, da vorne sind Leute. Ich habe leider keine Sniper. Schade. Oh, sie. Sieben Leute nur noch und er schießt auf mich. Soll ich ihn angreifen? Sehr unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich, okay. Ich move lieber weiter. Finde ich auch eine bessere Möglichkeit auf jeden Fall, magische Miesmuschel. Oh, da wird direkt gefightet. Okay, ihm konnte ich noch einen Hit geben. Oh, hier ist überall so viel los, Freunde, nein. Soll ich die Leute da unten mich in den Kampf einmischen? Auf jeden Fall. Oh nein. Oh, ich hasse dich, magische Miesmuschel. Das darf nicht wahr sein. Das ist jetzt ganz einfach. Ich muss bauen, Freund. Nein, Mann, warum hat er auch eine Sniper? Mann, magische Miesmuschel, ich hasse dich. Mann, ich muss sagen, das ärgert mich jetzt ein kleines bisschen. Warum? Ich meine, gut, es war auch dumm von mir, dass ich gerade nicht gebaut habe. Aber wir sind so weit gekommen, trotz der magischen Miesmuschel. Schade, Freunde. Magische Miesmuschel, sollen wir noch eine Runde spielen? Trotz gewisser Unsicherheiten stimme ich dir dazu. Okay, dann spielen wir noch eine Runde. Magische Miesmuschel, sollen die Zuschauer jetzt ein Abo und ein Like auf diesem Kanal dalassen? Geniale Idee. Geniale Idee, Freunde. Ihr habt die magische Miesmuschel gehört. Also, falls ihr noch nicht abonniert habt, Freunde, lasst gerne ein Abo da, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und ansonsten auch sehr gerne ein Like da lassen, falls ihr mehr solche Videos sehen wollt. Okay, und wir sind wieder im Bus, Freunde. Wir starten hier unten. Sollen wir zu unserem Lieblingslandeplatz Weeping Woods gehen? Frag doch einfach nochmal. Sollen wir zu unserem Lieblingslandeplatz Weeping Woods gehen? Denk lieber nochmal darüber nach. Okay, sollen wir zu Freezy Farms gehen? Worauf willst du hinaus? Dass ich landen kann endlich. Soll ich zu Pleasant Park gehen? Eher nicht. Okay, wohin dann? Zu der Stadt ganz da oben? Eventuell. Eventuell? Heute nicht. Heute? Warum nicht? Ich muss doch langsam raus, Mann. Wo soll ich hin? Soll ich zu Steamy Stacks? Bist du noch ganz sauber? Sag mal. Magische Miesmuschel, irgendwo muss ich landen. Soll ich hier mittendrin landen? Gute Entscheidung. Gute Entscheidung, okay. Okay. Es fängt schon wieder gut an, die Runde. So wird es auf jeden Fall was werden. Wenn die magische Miesmuschel mich noch nicht mal in eine Stadt lässt, sondern ich irgendwo hier mittendrin landen muss. Okay, ich meine, hier gibt es immerhin ein Haus, okay? Das ist schon mal etwas. Aber neue Runde und ich frage 17 Mal, wo ich landen soll. Und es heißt immer nein, die magische Miesmuschel will mich wirklich verarschen, ey. Was ist hier gerade passiert? Warum gab es hier gerade Dingens? So, ja, Animation. Soll ich die Kiste öffnen? Ja. Da sind Gegner. Ja. Okay, danke. Okay, nice. AR habe ich schon mal. Shield nehmen? Was sonst? Was sonst? Sehr gut. Okay, magische Miesmuschel ist wieder auf meiner Seite. So muss das sein. Soll ich ihn eigentlich angreifen, magische Miesmuschel? Das würde ich auf jeden Fall sagen. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Okay, alles klar. Dann machen wir das doch. Ich habe leider nur eine AR. Damit traue ich mich nicht so sehr da rein, muss ich zugeben. Ich hätte gerne eine Shotgun oder so. Aber wir müssen ihn angreifen, hat die magische Miesmuschel gesagt. Oh Mann, ey, es ist hier so ein Sturm. Ja, okay. Danke. Danke, magische Miesmuschel. Danke. Wenn er von oben auf dem Dach kommt, da kann ich halt nichts machen. Es ist wirklich krass. Manchmal mag mich die magische Miesmuschel extrem. Da ist sie voll auf meiner Seite und dann wieder mehrere Fragen hintereinander einfach gar nicht. Deshalb lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Bock habt auf mehr solche Challenges. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten, Freunde, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Nicht vergessen, Creator Coach LP im Shop. Und bis dahin, Freunde. Haut rein. Ciao.